Sie sind hier, 22. September 2018, 7.33 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Roger Federer und Novak Djokovic Batzen im Doppel beim Laver Cup Urheberrecht Getty Images. Das Traumdoppel aus Roger Federer und Novak Djokovic muss sich beim Laver Cup überraschend geschlagen geben. Die Entscheidung fällt im dritten Satz. Pleite beim Laver Cup für das Traumdoppel Roger Federer, Novak Djokovic. Die beiden Tennis-Superstars mit insgesamt 34 Grand-Slam-Titeln mussten sich Kevin Anderson, Jack Sock vom Team World in 3 Sätzen geschlagen geben und verbuchten damit den ersten Punktverlust für Team Europa. Insgesamt führen die Europäer nach Tag 1 aber mit 3:1. Djokovic sorgt für Lacher. Im ersten Satz behielt das Star-Duo noch mit 7:6 und gewonnenem Tiebreak knapp die Oberhand. Dennoch zeigte sich bereits im ersten Satz, dass die beiden Ausnahmekönner nicht wirklich geübt im Doppel sind. So schlug Djokovic im dritten Satz seinem Partner einen Ball an den Rücken und erntete dafür Gelächter im United Center von Chicago. Im zweiten Satz verloren Djokovic und Federer mit 3:6. So musste der entscheidende dritte Satz her, der beim Laver Cup im Tiebreak-Modus bis 10 gespielt wird. Dort behielten Anderson und Sock relativ deutlich mit 10:6 die Oberhand. Federer serviert Doppelfehler. Rekord-Grand-Slam-Sieger Federer öffnete die Tür zum Sieg für den Gegner, als er im dritten Satz beim Stand von 4:4 einen Doppelfehler servierte. Zuvor hatte der Belgier David Goffin gegen Diego Schwartzmann, Argentinien, mit 6:4, 4:6, 11:9 gewonnen. Dabei vergab Schwartzmann sogar 2 Matchbälle im dritten Satz. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen.